Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Empfehlung lautet Ablehnung und die Koalition hat sich noch mal damit beschäftigt und Herr Lehmann und vermutlich die Koalition findet, wir haben ernstere Themen in dieser Stadt. Das überrascht jetzt doch etwas. Der Kollege Wolf hat es vorhin schon mal angesprochen. Wir hatten im Oktober 2012 die erste Aktuelle Stunde, nachdem Notaufnahmen geschaffen wurden. Was ist denn seitdem passiert, liebe Koalition? Es wurde eine Notaufnahme nach der anderen geschaffen. Wäre jemand von Ihnen heute in der Lage, mal zu sagen, wie viele vernünftige Erstaufnahme- und Gemeinschaftsunterkünfte in den letzten 3 Jahren geschaffen wurden? Könnten Sie das machen? Nein, können Sie nicht. Nur Notunterkünfte. Dann kam der berühmte Paradigmenwechsel. Was ist denn da passiert? Da wurden 6 Container in dieser Stadt aufgebaut, weil das angeblich so schnell ging. Diese Blechbüchsen aufzustellen, in denen Menschen unter erbärmlichen Bedingungen untergebracht sind, hat über 1 Jahr gedauert und es sollte 40 Millionen kosten. Da hätte man was ganz anderes mitmachen können. Sie haben 3 Jahre gebraucht. Und ich finde, dieser Senat und diese Koalition hat hart daran gearbeitet, dass wir heute dastehen, wo wir stehen. Es gibt keine Standards mehr. Sie haben das alles in Grund und Boden gewirtschaftet. Es gibt kein transparentes Verfahren mehr. Herr Lehmann, es geht hier nicht mehr darum, ob es irgendeinen Schaden für das Land Berlin gibt. Es ist völlig klar, die Frage ist, wie hoch ist denn dieser Schaden? Jeder Nappel, der hier ankam, der gesagt hat, ich habe ein Haus, ich habe eine Unterkunft, hat Geld gekriegt, ungeprüft. Das steht alles in den Berichten, von denen Sie eben erzählt haben. Was wir seit 3 Jahren als Oppositionsparteien mantramäßig hier vortragen, übrigens mit ganz vielen Anträgen unterlegt haben, die Sie alle abgelehnt haben, so wie heute auch, das ist, wir brauchen menschenwürdige Unterbringungsplätze für geflüchtete Menschen. Wir brauchen dafür, das ist eine Voraussetzung, formulierte Mindeststandards, die vertraglich vereinbart sind, haben wir nicht. Wie auch? Es gibt ja nicht mal Verträge und wenn man Verträge hat, dann sind die nicht gültig. Und wir brauchen Maßnahmen, liebe Koalition, lieber Senat, wir brauchen Maßnahmen, die mal aufzeigen, wann wir dahin kommen, dass wir in dieser Stadt den Weg hin zu einer humanen Flüchtlingspolitik beschreiten. Das mag Sie jetzt hier alles nicht interessieren und Sie können weiterhin alle Anträge ablehnen und Sie können weiterhin nichts tun und zugucken und sich selbst feiern. Offensichtlich finden Sie sich ja ganz toll. Ich glaube, dass der Antrag, der heute vorliegt, Herr Lehmann hatte ja auch mehr zu dem Antrag von Piraten gesagt, er muss dann das nächste Mal nicht mehr reden, dass diese beiden Anträge einfach dazu beitragen, dass wir hier mal zu vernünftigen Unterbringungspunkten, zu vernünftigen Unterbringungsmöglichkeiten kommen. Und deshalb sollten wir diesen Weg gehen. Aber die lehnen ja schon wieder ab. Und zum Schluss noch ein Satz. Liebe Frau Bayram, ich finde im Übrigen nicht, dass wir noch einen Sonderausschuss brauchen. Ich finde auch nicht, dass wir noch einen Arbeitskreis brauchen und noch einen Beirat brauchen. Das Einzige, was wir brauchen, ist ein Senat, der endlich mal anfängt, das zu tun, was seine Aufgabe ist. Und das, was wir auch brauchen, ist eine Koalition, die sich endlich mal anfängt, für Politik zu interessieren und die diese Stadt gerne mal gestalten würden. Ja, wollen sie nicht, aber das wird auch nicht besser mit einem weiteren Arbeitskreis und irgendeinem Ausschuss, sondern die müssen mal ihre Arbeit machen.